Wir begleiten Klimakleber bei ihrer Arbeit und wir sind bei einer Demo zur Rettung des Neusiedlersees jetzt im Magazin. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin. Keine Gruppierung ist in Österreich derzeit mehr umstritten als die der letzten Generation, besser bekannt auch als die Klimakleber. Wie bereiten die sich eigentlich auf ihre Arbeit vor und was braucht es dazu? Kathi Hirhacker hat sie mal begleitet. Sie ist schon lange kein unbekanntes Gesicht mehr der letzten Generation. Wir begleiten Anja Windl oder wie sie in den sozialen Medien gerne genannt wird, Klimaschockierer, bei ihrem heutigen Einsatz. Ihr Tag als Klimakleberin startet bereits frühmorgens. Still und unscheinbar geht's los. In einem Café in der Nähe des nächsten Protestorts treffen sich einige der Mitglieder und besprechen ihre Pläne für die heutige Aktion. Wir sind jetzt hier quasi in einem Café in der Nähe vom Polizeianhaltezentrum der Rossauer Lände, weil wir heute eine kleine Special-Aktion geplant haben. Sprich, Marta Krumpeck kommt nach ungefähr 2 Wochen Ersatzfreiheitsstrafe wieder heraus in die Freiheit und will natürlich die Chance nicht ungenutzt lassen, dass sie sich direkt wieder diese fossilen Zerstörungen in den Weg stellt. Das ist nicht üblich, dass wir uns jetzt auf die Art und Weise in einem Café davor treffen. Normalerweise sind es eher U-Bahnen, irgendwo, wo wir ein bisschen geschützt sind und uns von dort aus einfach direkt zum Protestort bewegen können. Doch wie bereiten sich die Klimakleber auf den Protest vor? Es beginnt meistens damit, dass ich spätestens um 6 Uhr in der Früh aufstehe, dass wir uns dann quasi mit den Menschen schon am Treffpunkt eben zusammenfinden. Und dort wird es dann, je nachdem, wie viel Zeit wir auch haben, gibt es einen kleinen Check-in, wo dann jeder so berichten kann, wie es ihm gerade geht. Und dann geht es eigentlich auch unmittelbar im Protest. Also da erfolgt dann beispielsweise auch die Materialausgabe. Wer braucht noch Kleber, wer braucht noch eine Weste? All das drumherum wird da geklärt, genauso wie wer macht die Rettungsgasse, also wer klebt nicht. Großes Gesprächsthema bei ihrem Treffen sind auch die Strafen. Wer sich auf Straßen pickt, erhält von der Behörde eine Geldbuße auferlegt. Und diese wird im Wiederholungsfall immer höher. Da haben sie aber tatsächlich auch angefangen, dass die direkt die Strafverhandlungsschrift rausgeben. Also die überspringen diesen Sprit von der Strafverfügung direkt in der Strafverhandlungsschrift. Und da hast du dann 4 Wochen Zeit, Beschwerde einzulegen. Und da geht es dann nicht mehr um diese 2 Wochen von der Beanspruchung, sondern direkt. Nach der langen Besprechung kommt es zur Materialausgabe. Die kleine Flasche mit dem flüssigen Inhalt ist dabei das wichtigste Instrument der Aktivisten. Man könnte meinen, es handelt sich hierbei um ein ganz spezielles Fläschchen. Ganz regulärer Superkleber, wie er sonst auch überall zu kaufen ist. Bestimmte Mitglieder kümmern sich wöchentlich um das Zusammenschreiben aller Einsprüche gegen die Strafen. Bei Mitbegründerin Marta Krumbeck waren es bereits so viele, sodass eine Frist übersehen wurde. Deshalb war sie nun für 2 Wochen in Haft. Desto später es wird, desto nervöser werden die Aktivisten und checken nun sekündlich ihre Smartphones. Sobald wir Signal bekommen, dass sie jetzt freigelassen wird, sind wir zur Stelle. Und dann kam auch schon das Signal. Jetzt muss alles schnell gehen. Nach 14 Tagen Haft hat Marta Krumbeck ihre Ersatzfreiheitsstrafe für einen einzigen Klebeprotest abgesessen. Ich sage einmal, es war recht erholsam. Endlich einmal Nächte, wo ich schlafen konnte, statt ständig über irgendwelche Texten und Plänen zu brüten. Ich habe mich mit Büchern und Lernmaterial beschäftigt, fühle mich sehr gut erholt, bin wieder bereit zu neuen Taten. Einige Fahrradpolizisten umkreisen bereits die Seitengassen. Doch das hält die Aktivisten nicht ab. Gemeinsam mit Marta Krumbeck, die sich noch keine 15 Minuten in Freiheit befindet, haben sie sich bereits mit ihren Händen auf der Rossauer Lände an den Asphalt geklebt. Es war auf jeden Fall kompliziert, weil man halt weiß, man wird dauerhaft observiert und sie wussten ja auch ganz genau, wo wir uns aufhalten. Und von dem her, wir sind auf jeden Fall froh, dass es geglückt ist. Ein Bild, das man bereits seit über einem Jahr immer und immer wieder im frühmorgendlichen Verkehr sieht. Die Form des Protests sorgt in der Bevölkerung für gespaltene Meinungen. Ich denke, man sollte eine Lösung finden mit dem Verkehrsministerium, dorthin gehen, dort protestieren und dort konstruktiv arbeiten, aber nicht auf der Straße und alle anderen blockieren, unabhängig vom Polizeieinsatz, kostet ja ein Vermögen. Sie werden dann von der Polizei mehr oder weniger von der Straße entfernt und dann wird der Verkehr wieder aufgenommen und dann fahren die Autos. Also für mich ist es wenig verständlich. Unterm Strich ist es sicher berechtigt, auch wenn es im täglichen Ablauf natürlich störend ist. Ich kann schon verstehen, dass manche Autofahrer, Lieferanten die Nerven wegschmeißen. Für die Klimakleber geht es nun in ein Polizeianhaltezentrum, wo sie mehrere Stunden verweilen müssen.
Ein Ort, den Anja Windl etwa nur allzu gut bereits kennt. Auch morgen sind wieder Aktionen im Rahmen der groß angekündigten Protestwelle geplant. Es ist 5:05. Der Neusiedlersee muss gerettet werden. Mit dieser Ansicht hat die Gemeinde Jois heute zur Protestaktion gerufen und kurzerhand mal die B50 gesperrt. Judith Tieber war vor Ort. Jois, Burgenland, 7:50 Uhr. Noch fließt der Frühverkehr in aller Ruhe. Doch wenn Sie heute Morgen durch die burgenländische Ortschaft Jois durchgefahren sind, ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass hier heute eine Art Aufbruchsstimmung herrscht. An mehreren Stellen um und in der kleinen Gemeinde am Neusiedlersee steht die Polizei bereit. Vor der örtlichen Feuerwehr sammeln sich Bewohnerinnen und Bewohner aus allen umliegenden Gebieten. Mehr als 25 Traktoren sind bereits warm gefahren. Es ist 8 Uhr. Der Startschuss für alle Beteiligten. Es geht um die Rettung des Neusiedlersees. Denn dieser befindet sich laut der Wasserstandskommission für den Neusiedlersee aktuell mit 115,08 Metern über der Adria weiterhin unter dem Vorjahresniveau. Der letzte Tiefstand wurde zuletzt Anfang April verzeichnet. Trotzdem, als das letzte Mal der See ausgetrocknet war, das war 1867, und da hat es die größte Völkerabwanderung, die es jemals um den Neusiedlersee gegeben hat, hat da stattgefunden, weil eben durch den Staub und durch das sind eben die Leute erkrankt, und daher wollen wir nur einen Weckruf starten, dass wir eben so etwas nicht nochmal miterleben müssen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern ist das Problem durchaus bewusst und zeigen sich daher über den bereits auffällig niedrigen Wasserspiegel betroffen. Ja, ich finde es wichtig, dass wir ein bisschen laut werden, dass eben nicht nur in der Region und im Burgenland klar ist, dass der See in Not ist, sondern dass es wirklich über die Burgenlandgrenzen hinausgeht und auch das ganze Land, die Bundesregierung hört, dass wirklich was getan werden muss, und zwar relativ rasch. Ich bin deshalb hier, weil es mir hier um die Region geht. Ich bin zwar selbst nicht betroffen, weil ich woanders wohne, aber wenn es dem See schlecht geht oder wenn er austrocknet, dann stirbt hier eine ganze Region. Die Leute leben hier vom Tourismus, vom Ackerbau, vom Weinbau, und wenn der See verschwindet, dann gibt es das in dieser Form nicht mehr. Naja, weil wir halt am Neusiedlersee wohnen und wir halt nicht wollen, dass der austrocknet, und halt im Sommer, wenn wir halt am See sind, ist es halt auch besser, wenn er sauber ist, ja. Ja, wir wohnen direkt am See und wir merken es ja auch, wenn der Wasserstand einfach dauerhaft sinkt. Jetzt gerade wird es eh besser, weil es jetzt öfter regnet, aber trotzdem, über die letzten paar Jahre hat man es wirklich gemerkt, dass viel weniger Wasser wurde. Bei uns ist es so, wir haben einen Weinbaubetrieb mitten in Jois, und wir profitieren eigentlich vom Neusiedlersee sehr stark, weil wir das Mikroklima rund um den Neusiedlersee. Und es ist für den Weinbau schon ein großer Punkt, was auch wichtig ist für die Qualität in Folge, auch Wasser und das Ganze. Und abgesehen davon auch für den Tourismus. Wir haben auch Fremdenzimmern, zwei Pensionen in Neusiedl. Es ist für den Tourismus ein großer Punkt, das Ganze, und auch fürs Landschaftsbild generell. Ich habe den Neusiedlersee genossen als junger Bube, beim Schwimmen in Neusiedlersee. Dann waren wir Boot fahren in Neusiedlersee, dann waren wir Eislaufen am Neusiedlersee, und ich möchte, dass das erhalten bleibt. Wenn der Neusiedlersee stirbt, stirbt die Region. Und um das zu verhindern, sind rasche Maßnahmen erforderlich. Diese sind laut dem Land Burgenland unter anderem eine Verringerung sowie Renaturierung des Schilfbestandes und die Errichtung von provisorischen Dämmen. Zudem sind langfristige Maßnahmen erforderlich, um den Lebensraum weiterhin aufrechtzuerhalten. Der See, da hat man früher schon Eingriffe gemacht, also durch den Einserkanal und durch andere Sachen halt rund um den Neusiedlersee. Aber grundsätzlich geht es darum, dass halt der See, das hört man von mehreren Leuten, dass er halt ohne Wasserzufuhr, könnte es passieren, dass er in den nächsten Jahren eben dass es zu Lackenbildungen kommt oder zur Gesamtaustrocknung, siehe Zixe, St. André. Eine Zuleitung aus der österreichischen Donau oder der ungarischen Mosjandonau soll den See in Zukunft retten. Zurzeit befindet sich das Land aber noch in der Verhandlungsphase mit Ungarn. Die zeigen sich aber noch zögerlich. Burgenland erhofft sich mit der heutigen Aktion aber Unterstützung durch das Außenministerium.
Damit zu einem neuen Abenteuereinsatz für unseren Action-Reporter Michi Baumgartner. Er gibt wieder Gas und zwar diesmal testet er für Sie ein neuartiges Kart-Erlebnis in Wien. Realität und Virtualität sind hier zusammengetroffen und haben quasi ein Kind. Seit neuestem gibt es hier in der Wiener Messe das sogenannte Battlekart, eine Mischung aus E-Kart-Fahren und Videospielen direkt auf der Strecke. Was genau dahinter steckt, ich mache den Test. Hallo Simon, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Freut mich, ich bin ready für ein neues Action-Abenteuer. Bin ich da richtig bei dir? Ja, hier bist du goldrichtig. Battle Cards, dieses Modell gibt es ja bereits in anderen Ländern. Wo gibt es denn das schon, bevor es hier in Wien auch stattgefunden hat? Also, es kommt ursprünglich aus Belgien, gibt es jetzt in Deutschland relativ viele Standorte. Es gibt es in England, in WEX, in Dubai ist jetzt ein Standort eröffnet worden. Also, wir sind ziemlich breit aufgestellt momentan. Kartfahren kennen die meisten Menschen. Was zeichnet dieses Battlekart aus? Was macht das ganz besonders? Also Battlekart macht es ganz besonders, dass man so viele extra Features hat. Man kann mit Raketen schießen, man kann die anderen davon abhalten, zu gewinnen, indem man sie abschießt. Das ist quasi Träumchen von jedem Kind. Virtual Reality ganz ohne VR-Brille aber. Richtig, es ist Virtual Reality, also ein riesengroßes System steht dahinter, ein technisches System, was das ganze Spiel auf den Boden projiziert. Ich habe mich gewundert, als ich hereingekommen bin. Es ist wirklich sehr finster, aber gerade das zeichnet diese mystische Welt doch irgendwie aus, oder? Das zeichnet die mystische Welt aus und außerdem würden sonst die Beamer gar nicht funktionieren. Also es muss dunkel sein, damit das Spiel überhaupt funktionieren kann. Wie viele Beamer gibt es hier erinnern? Also wir haben insgesamt 49 Beamer, 18 Sensoren, die ganze Zeit mit den Karts verbunden sind. Wenn ich hierher komme, wie schaut das aus? Muss ich das im Vorhinein buchen und wie viel kostet das? Man muss das im Vorhinein buchen, besonders für Wochenenden ist das sehr wichtig, weil wir da häufig sehr ausgebucht sind. Ein Slot sind immer 15 Minuten. Wie viel kostet eine Runde konkret? Also eine Runde konkret, die 15 Minuten kosten 24 Euro und umso mehr man bucht, das empfehlen wir auch, wird es immer günstiger. Wie schaut es denn aus mit den Sicherheitsvorkehrungen? Ich wundere mich, wenn ich da hinüberschaue, die sind ohne Helm unterwegs. Die sind ohne Helm unterwegs, weil das System erlaubt uns quasi immer zu wissen, wo die Karts sind und die vermeiden Crashs. Also man kann nicht mit voller Wucht gegeneinander fahren, sondern man wird vorher ganz gemütlich abgebremst. Von daher sind auch keine Helme oder Sicherheitsvorkehrungen nötig. Wie fühlt sich das an? Wie würdest du das beschreiben? Was ist für dich das Beste dran? Das Beste ist einfach der Spaß, das Adrenalin, der Kick, auch immer als Erster durchs Ziel zu kommen. Und klar, es verschwimmt hier absolut. Also Realität und Virtualität sind hier zusammengetroffen und haben quasi ein Kind. Sodala, es geht los. Ich freue mich auf meine Fahrt. Wir sehen hier vorne gibt es Gas und Bremse. Und hier haben wir die zwei Knöpfe, mit denen man die Effekte auslösen kann, die man auf der Strecke einsammelt. Ansonsten auch sehr auffällig dieser große Display hier. Hier gibt es alle Anweisungen, sieht man, was zu tun ist. Die Musik im Hintergrund ist schon ziemlich laut und ich habe die erste Anweisung, den Gurt anschnallen. Los geht's. So, das war's also mit meiner Fahrt. Ich muss sagen, grundsätzlich sehr lustig. Vor allem die Musik und diese vielen bunten Lichter und dass man hier in dieser dunklen Halle ist, diese Stimmung, die ist schon sehr besonders. Aber ich muss auch sagen, ganz persönlich für mich, es ist fast zu viel Spiel, zu viel Gamification, weil man doch auf diese vielen Spezialeffekte immer achten muss, damit man das Spiel richtig ausnützen kann. Wahrscheinlich sollte man das auch öfter machen, es war mein erster Versuch. Aber ich glaube, wenn man das öfter macht und dann schon die Spezialeffekte kennt und weiß, okay, wie fahre ich am besten, wie setze ich zum Beispiel die Rakete am besten ein, damit ich meinen Vordermann abschießen kann, dann macht es sicherlich noch um einiges mehr Spaß. Aber es ist auf jeden Fall ein Kartfahren der etwas anderen Art, das sehr lustig ist.
Das Kulturzentrum Güssing wird saniert und soll 2025 fertig sein. Für den Umbau nimmt das Land 23 Millionen Euro in die Hand. Doch das ist nur knapp die Hälfte der Investitionen, die in der Bezirkshauptstadt getätigt werden. Das neue Kulturzentrum wird nach der Fertigstellung in Frank-Hoffmann-Kulturzentrum umbenannt. Berti Unger berichtet. Das Kulturzentrum Güssing wird um 23 Millionen Euro saniert und umgebaut. Durch die Modernisierung durch das Land Burgenland wird der Bezirksvorort zu einem überregionalen Kulturhotspot. Dabei war lange nicht klar, ob diese Rolle nicht die Burg Güssing übernehmen sollte. Eine Volksbefragung musste entscheiden. Natürlich ist es schön, dass so viel Geld in Güssing investiert wird. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass die Bevölkerung des Bezirkes hat sich dafür entschieden, dass man das Gut sozusagen renoviert und dazu baut. Und diese 23 Millionen werden natürlich verschiedenste Dinge auslösen. Es ist eine riesige Investition, die Arbeitsplätze sichert, vielleicht den einen oder anderen neuen Arbeitsplatz auch schafft. Neben der Sanierung des Veranstaltungssaals mit rund 500 Sitzplätzen soll ein Open-Air-Bereich mit Atrium, Outdoor-Bühne und ausziehbarer Tribüne entstehen. Das Land hat in einem Zukunftsplan entschlossen, in jedem Bezirk ein modernes Kulturzentrum zu schaffen. In Güssing belebt das eine strukturarme Region. Natürlich, das ist wichtig für den Bezirksvorort, aber auch für die Region. Wir haben ja eine Region um uns, wo eigentlich kleinere Gemeinden sind. Und natürlich ist das wichtig für die Stadtgemeinde, dass diese Investitionen getätigt werden, die die Wertschöpfung in die Höhe heben. Denn wenn man das ausrechnet, was das allein das Kulturzentrum an Wertschöpfung bringt, dann sind das ungefähr 7 Millionen Euro an Wertschöpfung, Bruttowertschöpfung für die Region. Und das ist sehr, sehr wichtig. Doch das Kulturzentrum ist nicht die einzige Investition, die in Güssing getätigt wird. Kauf und Umbau des Aktivparks, ein neuer Bildungscampus oder die Modernisierung der NMS verschlingen enorm viel Geld. Ja, natürlich. Die 23 Millionen einmal kurz, 6 Millionen werden in den Aktivpark investiert. Natürlich dann die Unterstützungen auch bei uns beim Schulbau, den wir seitens der Gemeinde errichten. Dieses Schulcampus mit 14 Millionen, dann der Zubau beim Krankenhaus. Aber auch die Stadtgemeinde investiert in die Feuerwehren mehr als 3 Millionen Euro. Und natürlich in die Sanierung der ehemaligen Hauptschule, jetzt Mittelschule, wo auch eine große Summe investiert wird. Summa summarum kann man sagen, dass ca. 50 Millionen Euro in Güssing in nächster Zeit investiert werden. Das Land kommt fast zur Gänze für die Investitionen auf und da bedarf es einer guten Verbindung nach Eisenstadt. Natürlich ist es wichtig, dass man guten Draht zum Land hat, dass man die handelnden Personen kennt und natürlich auch dementsprechend die Gespräche führt. Und ich glaube, Güssing hat es in den letzten Jahren bewiesen, dass wir ordentliche Partner sind, dass wir sparsam arbeiten, dass wir unsere Kredite und Darlehen bedienen können und trotzdem jetzt investieren. Natürlich ist dadurch der Schuldenstand etwas gestiegen, weil diese riesigen Investitionen das auch bewirken. Der Kultursommer Güssing wird übrigens auch nach dem Tod von Frank Hoffmann eine wichtige Marke der Kulturbetriebe Burgenland bleiben. Das Festival soll ausgebaut werden. Das Kulturzentrum Güssing wird nach der Fertigstellung im Jahr 2025 nach Schauspieler Frank Hoffmann benannt. Galeristen und ihre Künstler stehen heute bei Wahre Kunst im Fokus, im Hauptabend auf kurier.tv. Wenn die wahre Kunst zur Ware wird. Galeristen und ihre Künstler. In der guten Kunst ist man sowieso in einem engeren Segment, weil wir uns ja entschieden haben, nicht so auf Deutsch gesagt Musikantenstadelmusik, sondern Qualität zu machen. Galeristen bieten die Werke der Künstler am Kunstmarkt an. Auch ganze Räume können dann zur handelbaren Ware werden. Ja, ich habe schon Räume verkauft. Natürlich. Aber ich nicht. Ja, dann mach mal. Ja. Immer mehr junge Künstler drängen auf den Markt. Und sie werden von den Galerien zusehends auch digital entdeckt. Ich bin zufällig auf sein Werk gestoßen. Ich glaube, das war vielleicht das in einem Kunstmagazin oder da über Instagram. Früher hat man gesagt, also ein Kunstwerk muss man echt sehen, oder? Bevor man es kauft. Genau. Das ist widerlegt. Schauen Sie rein in die ganze Folge heute Abend um 20.15 Uhr bei uns.
Am Neusiedlersee war es heute überwiegend sonnig bei recht milden Temperaturen und dazu auch gleich zu den Wetteraussichten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Morgen Vormittag noch recht sonnig, es kommen dann aber rasch Wolken auf bei maximal noch 18 Grad. Auch am Donnerstag dann ein weiterer Wechsel zwischen Sonne und Wolken mit bis zu 19 Grad. Im Westen Niederösterreichs ziehen die kommenden zwei Tage auch immer wieder Regenschauer durch. In Wien und im Burgenland bleibt es überwiegend trocken, maximal ein paar Tropfen zwischendurch sind da möglich. Morgen, da besuchen wir ein VIP-Tischtennisturnier und wir testen den Job einer Kellnerin. Machen Sie es gut, bis morgen.